Das Projekt ist umstritten. Umweltschützer bezeichnen das erste Atomkraftwerk Russlands auf dem Wasser als schwimmendes Tschernobyl. Heute hat die Akademik Lomonossow vom russischen nordrussischen Hafen Murmansk abgelegt. Ihr Ziel, die Stadt Pjewk im Osten. Das schwimmende AKW soll vor allem schwer zugängliche Regionen und Ölbohrinseln mit Strom versorgen. Stapellauf für Russlands neuestes Prestigeprojekt. Im nordrussischen Murmansk wird die Akademik Lomonossow verabschiedet. Das erste schwimmende Atomkraftwerk der Welt. Moskau investiert massiv in den Ausbau der Atomkraft und will sich auch als Exporteur von Kraftwerkstechnik etablieren. Russland baut bereits jetzt Kraftwerke in mehreren Staaten. Die Akademik Lomonossow ist deshalb vor allem auch ein wichtiges Vorzeigeprojekt. Es gibt regelrechte Pilgerfahrten von ausländischen Delegationen zum schwimmenden Kraftwerk. Alle wollen diese einzigartige Schöpfung sehen. Im Vorfeld wurde Journalisten Zutritt gewährt. Das Kraftwerk sei absolut sicher, heißt es. Es widerstehe noch dem stärksten Tsunami. Es sei zudem militärisch gegen Terrorangriffe gesichert. Es soll Strom in entlegene Gegenden bringen und auch Ölplattformen im Polarmeer versorgen. Einen eigenen Antrieb hat die Akademik Lomonossow nicht. Schlepper sollen sie mehr als 4000 Kilometer durchs Polarmeer in den hohen Norden Russlands ziehen. Umweltschützer warnen vor einer Katastrophe. In der abgelegenen Gegend sei bei einem Unfall schnelle Hilfe unmöglich. Die empfindliche Arktis würde auf lange Zeit verstrahlt.